Der friesisch-herbe Klassiker unter den deutschen Pilzbieren, jetzt bei probiert.tv. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von probiert.tv. Mal wieder mit einem normalen Bier in Anführungszeichen. Und ich habe mir gedacht, ich war jetzt ein bisschen in Österreich unterwegs letzte Woche. Schauen wir doch mal nach Deutschland und gleich in den hohen Norden. Und da kommt das Jever-Pilsener her. Und das ist nicht zu Unrecht tatsächlich eine Referenzklasse für norddeutsche Pilsener, sagen selbst ausgewiesene Bierspezialisten. Und ich habe von euch einige Mails bekommen, dieses Bier tatsächlich mal zu machen. Und deswegen tue ich das auch sehr, sehr gerne. Habe es tatsächlich auch lange nicht mehr getrunken. Und eine weitere Anregung war, sagt doch noch ein bisschen mehr über die Brauerei. Brauerei Jever kommt aus einer Stadt, die eigentlich Jever heißt. Und zumindest spricht man es Jever aus, hat man dann aber offensichtlich im Sprachgebrauch, weil es für andere ein bisschen einfacher ist zu sprechen. Gibt ein lustiges Video dazu auf der Homepage, lässt man es bei der Aussprache Jever tatsächlich. Gibt es seit genau 171 Jahren, also so brautraditionstechnisch, ja, so irgendwo mittendrin. Es war damals Dietrich König, ein Gastronom, der am 10. November 1848 diese Brauerei, ja, den Grundstein gelegt hat, indem er gesagt hat, ich mache jetzt Flaschenbier, bei mir gibt es ab sofort Flaschenbier. Das war so der Grundstock für die spätere Jever-Brauerei. Gab zu dem Zeitpunkt ungefähr 20 Brauereien in der Gegend, also er war nicht mal alleine. Und 1870 ist dann diese grüne Flasche dazugekommen. Bis dahin wurde Bier offenbar, zumindest habe ich es mir so angelesen, in Tonkrügen in der Gegend ausgeschenkt. Und da gab es eben dann die grüne Flasche und die hatte auch damals, hieß noch anders, aber hatte dann schon so eine eigene Prägung drin. Und grüne Flasche, die ja bis heute für das Jever-Bier charakteristisch ist. 1923, nach dem Ersten Weltkrieg, ging's dann, wurde die Brauerei dann an die Bavaria St. Pauli-Brauerei verkauft. Eine Brauerei, die in späterer Folge mal die Astra-Brauerei hatte, mal die Ratsherrn-Brauerei oder das Ratsherrn-Bier zumindest gebraut hat. Und ist dann 1934 mit dem Pilsner, das der Braumeister Ernst Böhme ja, entwickelt hat, an den Markt gegangen. Er hatte gemerkt, es ist ein relativ weiches Wasser und das eignet sich sehr, sehr gut dazu, eine intensive Hopfengabe zu machen. Und das Grundrezept von dem Jever-Pilz, was wir heute kennen, stammt eben aus 1934. 1975 ist dann das Schloss Jever, mit auf das Etikett gekommen und prägt das Etikett so, wie wir es heute kennen. Es ist jetzt in der aktuellen Fassung ein bisschen puristischer, als das früher der Fall war. Aber vom Grundsatz her, der große Schriftzug mit dem Schloss oben drüber, das gibt es dann eben seit 1975. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal an. Es wird tatsächlich in vielen Gegenden als Referenzklasse für deutsches Pilz genommen, hier oben die Bottle Cap für diejenigen, die das interessiert. Und dann schauen wir uns das jetzt mal an. Übrigens, was sich auch über die Jahre offensichtlich ein bisschen verändert hat, ist die Bittere. Ich habe jetzt mal geschaut, 40 Bittereinheiten hat es, 4,9 Volumensprozent Alkohol. Und ich habe Angaben, die sind noch gar nicht so alt, gefunden. Da war noch von 34 bis 37 die Rede. Und 40 ist tatsächlich ja ein recht hoher Wert für ein klassisches Pilz. 11,3 Grad Plato und dann schauen wir hier in eine schöne, klare, goldene Farbe. Anderthalb Finger breit Schaum obendrauf und viel, viel Kohlensäure, die aufsteigt. Schönes, glanzfeines Bier. Und alles, aber es riecht tatsächlich ein bisschen strohig. Getreidig, grasig, eigentlich sehr grasig, so strohig-grasiges Aroma. Nicht so diese klassische Hopfenblume, sondern tatsächlich eher so in diese grasige Richtung. Wie gesagt, lange nicht mehr getrunken, in diesem Sinne. Cheers! Hui. Oh,
Also es ist tatsächlich sehr hopfig, bitter, grundsätzlich ein sehr trockenes Bier auch. Merkt man sofort, wie es einem so ein bisschen den Mund zusammenzieht. Ganz dezent malzig. Es kommt so eine leichte blumige Note auch dazu, aber es bleibt tendenziell so auf der grasigen Schiene. Wie gesagt, dezente Malzsüße und sehr trocken. Und das ist es eigentlich auch schon. Und das ist vermutlich auch das, was Sie auch hier unten drunter schreiben, was Sie damit meinen, friesisch herb. Wirklich ein sehr, sehr herbes, schön bitteres Bier, sehr trocken. Und damit wird ja nochmal die Bittere auch im Geschmack verstärkt. Schöner, schlanker Körper, intensive Kohlensäure, braucht man nicht drüber zu reden, sehr spritzig. Und ihr seht schon, ich nippe immer ständig am Glas, es ist unfassbar süffig, das kann man richtig gut trinken. Und hat aber trotzdem so eine leichte Cremigkeit, Samtigkeit, mit der sich auf die Zunge legt. Also es ist eigentlich, auf der einen Seite hat es so ein bisschen so diese rauen, bitteren, herben Noten und dann auf der anderen Seite wieder so ein bisschen geschmeidig, samtige Textur, die sich auf die Zunge und den Gaumen legt. Sehr, sehr angenehm. Hinten raus habe ich dann den Eindruck, es verwässert ein bisschen was. Es kommt so ein leicht malzig-brotiger Charakter mit rein. Es bleibt natürlich bitter herb, es wird vielleicht auch noch ein Tick trockener, aber es ist in Summe auf dem Niveau mit der Bittere, mit der es startet, dann doch sehr gut eingestellt und die zusätzliche Trockenheit macht dann dem Geschmacks- und dem Aromenerlebnis, tut es keinen Abbruch. Ich finde, ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht so ein übertriebener Pilzbiertrinker, Lagerbiertrinker, wobei es in letzter Zeit schon einige Lagerbiere gibt, wo ich sage, da kann ich mein Herz auch für erwärmen. Aber es ist tatsächlich ein wirklicher Klassiker, auf seine Art richtig gut gemacht. Natürlich jetzt sehr eindimensional und nicht fürchterlich spannend, aber trotzdem richtig gut. Und deshalb gibt es von ProbierTV für das Jever Pilsner in der friesisch-herben Variante von ProbierTV gibt es 3,5 Punkte für das Jever Pilsner aus dem hohen Norden Deutschlands. Und wenn ihr andere Biere kennt, die ich tatsächlich mal versuchen sollte, die es bei euch im Supermarkt zu kaufen gibt, beziehungsweise die lokal zu haben sind, dann schreibt mir bei YouTube, Facebook oder auch im Blog. Ich sage auch immer Dank dafür, wenn ihr mir Bezugsquellen schreibt, irgendeinen Online-Shop, der das Bier im Angebot hat, weil ich muss es mir in aller Regel ja selber zusammen bestellen. Und dann freue ich mich, wie gesagt, wenn ich da nicht so lange suchen muss, wenn es das, keine Ahnung, lokale Bier aus Bad Salzdetfurt ist, weil es da eine super Brauerei gibt, die einen Barley Wine macht, dann bin ich, wie gesagt, sehr dankbar, wenn ihr mir dann auch schreibt, wo man ihn kaufen kann oder ob ich tatsächlich mich irgendwann mal ins Auto setzen muss und da vorbeifahren muss. Dann sage ich an dieser Stelle danke fürs Zuschauen, danke fürs Kanal abonnieren. Morgen sehen wir uns wieder beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Bis dann, tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.